So, da geht's gleich weiter bei Let's Play Pokémon Weiß, das ganz, ganz große Finale. Heute mit dem letzten Top 4 Mitglied Anissa und Champilauro. Der Koto ist auch wieder mit dabei, diesmal spielt. Servus! Ja, Firefly ist vorne im Team, den brauche ich auch. Da kommt ein Echnatoll auf mich zu. Und Echnatoll ist so ein Pokémon, das ich ganz, 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 ganz schlecht leiden kann. Es hält nämlich viel zu viel aus. Na toll. Ja. So. Hallo Anissa. Laber nicht so viel. Ich will kämpfen. Also, Herausforderung von Top 4 Anissa mit Echnatoll. Ach, das Vieh. Ja. So, Echnatoll ist das einzige Pokémon, das. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie viel von ihr Irrlicht können, aber das mit dem Irrlicht mache ich auf jeden Fall erstmal, bevor sie es überhaupt machen kann, weil auf mich hat es eh keine Wirkung. Machen wir das mal so. Einmal Falterreigen. Bringt die Verbrennung irgendwelche positive Effekte, außer dass das Vieh jede Runde Damage kriegt? Der Angriff wird halbiert, aber das interessiert ihn jetzt nicht wirklich. Jetzt mal ganz, ganz kurz einen Hypertrank. Ich habe nämlich Angst vor einem Volltreffer. Der wird mir nämlich jetzt meine Taktik kaputt machen. Dadurch, dass er sowieso brennt, habe ich die Zeit auf meiner Seite. Zweiter Falterreigen. Okay. Doppelter Spezialangriff, doppelter Spätstef, doppelte Init. So langsam dürfte alles One-Hit sein. Alles noch nicht. Ja, okay, natürlich haut er mir jetzt die Spätstef wieder im 1 runter. Aber soll mir egal sein, solange du jetzt keinen Crit machst, bist du jetzt im Arsch. Das ist der dritte Falterreigen. Bitte mach keinen Crit, bitte mach keinen Crit, bitte mach keinen Crit. Danke. So. Okay. Mit 2,5-fachem Angriff können wir hier jetzt mal schön draufhauen. Jetzt kommt wahrscheinlich Apokalyp und macht mir alles kaputt, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Drin bleiben tun wir da jetzt aber trotzdem. Und. Vielleicht klappt's ja. Egal mir, was ich draufhaue, es ist nicht effektiv, aber. Ich nehme mal einen Flammenwurf, der sollte auch nicht mehr allzu wenig Schaden machen. Ja, bis jetzt sind es noch. Hydro-Pumpe. Okay, das war's. Würde ich gar nicht mal so behaupten. Oh, nee. Wir haben doppelte Spätstef, schon vergessen? Ach so. Ach, stimmt. So. Dann gibt's jetzt nochmal schönen Hypertrank. Wir machen einen Ramot-Sweep. Na klar, jetzt hat er eigentlich nichts mehr gegen dich zu melden. Also das Vieh zumindest. Gebrummen. Solange die kein Volltreffer ist, macht die mir nichts. Jetzt kommt die ein Trank. Den nutzen wir mal für den vierten Falterreigen. Dreifacher Angriff! Also Spezialangriff. Ja, Hydro-Pumpe dürfte ich jetzt beim Crit aber immer noch weghauen. Ja, beim Crit, ja, der Crit ignoriert die Death Boosts. Ach so. Aber so. Na, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ gering, dass er. 6,25%, wenn du es genau wissen willst. Okay. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen höher.
Kommt auch immer auf die Attacke drauf an. Bestimmte Attacken haben erhöhte Volltrefferchance und trifft Sepilier. Das Einzige, was ich von dem Viech Angst habe, ist vor seiner Akrobatik. Ja. Alles andere ist mir relativ egal und dann rennt er sowieso in den 130% Flammkörper rein. Jo, no, die Akrobatik, die war ein Volltreffer, oder? Weiß ich noch nicht, ob das ein Volltreffer war, aber nee. Anscheinend hat es ja auch so gereicht. Aber der 130% Flammkörper hat gewirkt. Auf den ist Verlass. Immer. Ja, okay, aber... Wann immer du einen Ramot irgendwie mit einer Kontaktattacke angreifst, der Flammkörper funktioniert. Zu 130%. Das ist ein eisernes Gesetz. Also zu 100%. Eigentlich. Also ist auf jeden Fall... Nein, 130. Oder gibt's da... Oh, schade. Das wäre... Schöner. Jetzt ist die ganze Vorbereitung im Arsch. Macht dir nichts. Ja, der ist jetzt im Großen und Ganzen sehr besiegt. Frost Daddy, was wollte ich denn dagegen nochmal einsetzen? Firefly. Ah! Ich hab da noch was. Darf der auch mal wieder raus? Ich hab zwar jetzt leider keinen Bullet Punch, aber. Der sollte auf jeden Fall wehtun. Ja, der muss auch ein bisschen kämpfen dafür, dass ich über Stunden versucht, an den zu fangen. Tja. Metagross ist ein saustarkes Pokémon. Siehst du allein an seinem Angriffswert. Die Verteidigung ist auch nicht ohne. Ja. Skillabra. Ja, da möchte ich wechseln. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Viech Energieball kann oder nicht. Anscheinend kann es nicht, weil es den letzten benutzt. Aber das soll mir recht sein. Hast du mich gerade in den Stutzbach oder? Nee, ist noch kein Stutzbach. Schade. Wann kommt Stutzbach? Ab 33%. Ah. Wieder ein Flammkörper. Jetzt sind wir im Stürzbach. Hat er noch einen Trank? Nee, ne? Der ist raus. Sein Trank ist raus, ja. Das heißt, wir können den Aquajet benutzen. Auch mit nur halbem Angriff, der Stürzbach reißt das Ganze wieder ein kleines bisschen nach oben zumindest. Und Golgantis. Wollte ich zwar eigentlich auch mit Nick machen, aber was haben wir denn jetzt eigentlich noch dagegen? Da hier dürft. Er ist eher schwach, ja. Dagegen, er hat einen Bodentyp. Timon haben wir noch gar nicht benutzt heute. Ich glaube, der wird doch. Okay. Der kriegt das schon hin. Ja, aber wenn wir Ramon vom Team haben, hat er halt auch nicht mehr so viel. zu melden. Hammerarm, okay. Dann kriegst du hier jetzt erstmal eine Drachenklaue ab. Oh, auch nicht fast. Das Erdbeben tut jetzt sehr weh, das killt jetzt. Frage ich mich, wieso hat er nicht gleich mit Erdbeben draufgehauen? So, Nick darf den letzten Schlag machen. Ein Grund, warum ich Wasserdüse immer auf einem Atmurai drauf spielen würde. Ja, ist auch kein schlechter Attack. Das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Viech überhaupt spiele. Ja? Ja, ohne die Wasserdüse wird das ganze Set nicht funktionieren. Wasserdüse haben auch nicht so viele Wasser-Pokémon, oder? Es haben einige, aber zumindest... Die sie brauchen, können sie alle lernen. Aber Murai ist einer von denen, die sie auch per Level up lernen. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch?
habe. Genesung müsste man eigentlich noch haben. Ja, da habe ich auch genug eingekauft von. Na gut, dann geht's jetzt noch zur Top zum Lauro. Ja, Lauro. Vor dem habe ich weniger Angst als vor Anissa. Na gut, die hat jetzt echt schon, muss man sagen, schon gut gekämpft. Jetzt, wenn ich nochmal wüsste, womit Lauro anfängt. War das sein Hydragil oder hatte der was anderes vorne? Ich weiß es jetzt nicht. Hydragil ist dieses Drache-Pokémon mit den, oder? Das ist ein Käfer-Pokémon und zwar so, verdammt schnell. Ist eins der wenigen Pokémon, die schneller sind als ein Blitzer. Aber egal, was er vorne hat, Petri kann nicht verkehrt sein. Weil Hydragil kriegt auf Petri nicht allzu viel Schaden drauf, wenn er es vorne hat. Und wenn er es nicht vorne hat, alles andere dürfte langsamer sein als Petri. Und Petri kann es mit wahlweise Steinhagel oder Akrobatik one-hitten. Ja gut, Petri sagt. Die Hälfte seines Teams hat einen Käfertyp. Also dann. Tausend Dank dafür, dass du Ende eine Lektion erteilt hast, die sich gewaschen hat. Was mag er jetzt bloß denken? Ob ihm wohl einleuchtet, dass manchmal mehr als nur ein Weg zum Ziel führt? Wäre der stärkste Pokémon-Trainer der Einheimregion nun bereit, mir ein wenig seiner kostbaren Zeit zu widmen? Oh ja. Bereit bin ich dafür. So, womit fängst du jetzt an? Ah, Hydragil. Haben wir's doch. Ah, das Vieh. Okay. Ich sah das gar nicht als Käfer-Pokémon. Es ist ein Käfer-Pokémon und zwar zusammen mit Mega Bibor also ziemlich das schnellste, das ich kenne. Das sollte auch nicht allzu viel machen. Ja. Über die Hälfte der KP haben wir noch übrig, das ist alles, was ich brauche. Weil bis auf die Init und sein Spezialangriff ist bei dem Pokémon nicht allzu viel richtig gut. So. Okay, Gelatwino. Da haben wir doch was dagegen. Der Tryhard darf mal wieder. Wenn du ihn schon gefangen hast, nutze ich ihn jetzt wenigstens noch ein bisschen. Außerdem will ich ihm so seinen Ramot rauslocken. Lichtschild. I don't like that. Bringt dir jetzt zwar nichts gegen diesen Sternenhieb, aber ich mag es trotzdem nicht, dass du ein Lichtschild hier hast. Passt er sich hier überhaupt an? Hm? An deine Pokémons? Ein bisschen, ja. Aber mein Plan hat funktioniert, ich habe ihn im Ramot rausgelockt. Jetzt ist die Frage, ist Petri schneller als Ramot? Es ist ein, ein großer Levelunterschied dazwischen und Ramot ist auch nicht gerade langsam. Die Sache ist, wenn er schneller ist, kann ich ihn one-hitten. Ah ja, es sind sogar 11. Naja, wir doch. Wir sind schneller. Okay, tschüss Ramot, das war's. Mit deiner doppelten Gesteinschwäche und sowieso einer allgemeinen Schwäche in der physischen Verteidigung überlebt er das definitiv nicht. Und vor allem nicht bei Petris Angriff. Bisofunk. Eins der wenigen Pokémon, bei denen ich jetzt noch ernsthaft irgendwo Probleme hätte, wenn ich da nicht so ein tolles Stahl-Pokémon hätte, das eine super gute Def hat. Der darf seinen Teil schon noch leisten, der Tryhard. So. Ach, Erdbeben kann er auch noch. Ja gut, aber ist jetzt nicht so tragisch, oder? Doch. Es geht. Ein Sternhieb können wir ihm reindrücken. Ich habe jetzt auch eher gedacht, es wäre One-Hit, aber es passt. Nicht bei Metagross-Verteidigung. Da hätte er schon ein bisschen mehr gebraucht. Metagross zu One-Hitten mit einer physischen Attacke, da gehört sich was dazu. So, nachdem ich weiß, dass er Erdbeben kann. Hm.
Nehmen wir doch mal unseren guten Freund hier raus. Boosten einen Schwerttanz. Oh, ich sehe gerade, wir sind Nickes schneller. Das ist sehr schön. Steinschäden. Steinschäden. So. Wie weit bringst du mich runter? Okay. Dann haben wir das Lichtschild ausgesessen. Und natürlich geht die Kalkschule daneben. Das musste ja jetzt noch passieren. 5%! Ja gut, wir haben auch bisher jeden Angriff getroffen. Also Moment, jetzt müsste ich wissen, was seine letzten zwei Attacken sind. Aber wobei, es ist egal, der hat so wenig KP, das interessiert mich mehr. Eine Akrobatik benötigt ihn jetzt eh. Seine letzten zwei Pokémon sind jetzt ein Kavalanzas und was war sein letztes? Sein allerletztes weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Ja, Kavalanzas, und dafür habe ich schon den Konter hoch 10 dagegen. Als wenn ich noch wüsste, was sein letztes Pokémon ist. Gerade die zwei Pokémon, die ich schon geholt habe, sind gerade am effektivsten für die ganze Liga. Schadrago. Genau das hatte ich am Anfang gemeint. Weil das war ich mir ganz sicher, dass er das hat. Da darf der Timon auch nochmal ran. Der hat bis jetzt am wenigsten machen dürfen hier. Ja. Weil ich sowieso von Timon weiß, dass er schneller ist als ein Schadrago, weil Schadrago ziemlich langsam ist. Einfach die Drachenklaue geben. Ich weiß jetzt nicht, ob er das überlebt. Oh, nee. Macht er nicht, ne. Anderen musst du Trank rauskrit. So. Der Kampf ist vorbei. Mein Herz erfrischt. Wachse in diesem Kampf und erreiche neue Höhen. Bla, mehr kann ich nicht mehr lesen. Text war zu schnell weg. Da bleibt mir ja die Spucke weg. Du bist wahrlich einzigartig. Also dann, folge mir bitte. Du befindest dich hier in der Ruhmeshalle. An diesem Ort verewigen sich all jene Trainer zusammen mit ihren Pokémon, die sich durch wahre Stärke und ein reines Herz auszeichnen. Also gut, Black. Die Zeit ist gekommen, dich und dein Team namentlich in der Wand dieser erhabenen Ruhmeshalle zu verewigen. Der Nachwelt bleibt somit nicht nur euren Namen, sondern gleichsam die Geschichte eures Abenteuers und der gemeinsam bestrittenen Kämpfe erhalten. Möge dich dies zu weiteren Höchstleistungen anspornen und dir Stärke verleihen. Und vergiss nicht, auch dein Team, das zusammen mit dir gekämpft hat, in diese Maschine einzugeben. So, wir haben es geschafft. Jo, hat auch jetzt einige Zeit gedauert. Und alles hat mit einem Otaru angefangen. Petri! Timon! Firefly! Da hier! Nick! Von Anfang an mit dabei! Und Tryhard! So! Angefangen hat's mit einem Otaru, das bis zum Ende dieser ganzen Reise uns begleitet hat. Und Petri wurde auch nie ausgetauscht. Aber sonst? Ich hab auch Timon seit dem Zeitpunkt, wo ich ihn hatte, nie ausgetauscht. Meine drei Teammitglieder blieben von Anfang bis Ende drin. Ja, der klar, einzige, den ich ausgetauscht habe, war Walter. Ja, das meine ich ja. Und Walter hat halt Platz für Timon gemacht, so gesehen. Ja. Ich bleib meinen Pokémon halt mehr oder weniger treu. Walter war ein toller Übergang. Es war Ersatz. Ich liebe dieses Abspann-Theme. Ich höre es leider nicht. Ja. Du hast es beim ersten Mal hören dürfen. Ah, okay, stimmt. Jetzt krieg's ich wenigstens hier ab. Weil das ist das beste Abspann-Theme, das es von allen Pokémon-Spielen gibt, finde ich. Ich fand das von Pokémon Dash ganz cool.
das habe ich nie gespielt. Ach so, okay. Ich spiele nur Hauptreihe und Mystery Dungeon. Es war auch eher Fehlkauf, also es war kein Fehlkauf, aber es war aus Versehen. Weil es halt gespielt und der Abspann ist richtig cool, also die Musik. Ja, also ich finde es ja echt super, dass sie im aktuellen Smash Brothers in irgendeiner Stage dieses Theme mit reingenommen haben. Zumindest ja, als Medley zusammen mit dem Theme aus Anne's Castle, also Anne's Schloss, geremixed mit dem Abspann-Theme aus Pokémon Schwarz und Weiß als Medley und das in einer Super Smash Bros. Stage. Das fand ich echt cool, dass sie das gebracht haben. Genauso übrigens das Route 10-Theme, also das, die Route, die zur Siegestraße führt. Das coolste Routen-Theme ever. Jetzt im neuen Super Smash, ne? Im aktuellen Jahr im Smash 4. Das habe ich leider nicht. Ganzen Soundtracks kannst du dir ja anhören. Ich kann dir gleich mal einen Link geben dazu, wenn du willst. Oh ne, das bin ich schon so aus. Ne, ich kann nur, weil ich Super Smash Bros. Super gern spiele. Ja, wenn du dir einen 3DS besorgen willst, kannst du es dir ja für einen 3DS holen. Ah, das muss ich mal gucken. Du hast doch eh gemeint, dass du dir einen besorgen willst. Voraussichtlich. Oder ich guck mal, wann kommt ein voraussichtliches nächste Pokémon raus? Wahrscheinlich. Nächste Hauptreihe ist noch nichts angekündigt. Okay. Das nächste Mystery Dungeon kommt im nächsten Frühling. Aber das neue, nächste Pokémon wird wahrscheinlich auch noch für die 3DS kommen dann. Das ist noch nicht sicher. Es kommt darauf an, ob nochmal ein Spiel von Generation 6 kommt oder ob es schon in Generation 7 weitergeht. So, auf jeden Fall, wir sind fertig mit Pokémon Weiß. Jo, das hat auch jetzt schon fast ein Jahr gedauert, oder? Mit den ganzen, ja, sogar mehr als ein Jahr, mit den ganzen Unterbrechungen. Ich könnte jetzt mal ganz schnell nachschauen, Moment. Sieht man jetzt zwar gleich in der Aufnahme ein bisschen, ups, das ist... Aha, Vorbereitung. Ja. Jetzt sehen die Leute auch, was demnächst alles kommt, weil da auch ein paar nicht veröffentlichte Videos da waren, super. wo haben wir es denn? Hier unten ist es... wann haben wir denn die aufgenommen? Die Playlist? Steht das irgendwo? Last Update, ne. 10.12.13. Ach du Scheiße. Das ist ein kleines bisschen länger her. Aber ich muss das sagen, ich hatte ja auch zwischendrin immer wieder längere Pause gemacht. Ja, stimmt. Ich kann mich noch erinnern. Da habe ich hier noch mein ganzes Zimmer und alles mal gemacht. Ja. Ja, da hattest du auch eine Aufnahme während den ganzen Neubauten. So, jetzt beenden wir erstmal die Aufnahme. Okay, dann. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in Pokémon Weiß 2 oder vielleicht sogar in Pokémon Platin wieder.